Von Liebe und Umarmungen. Ich hab was vergessen gehabt im letzten Video. Egal. Dann sage ich das besser hier, bevor es mit der Reaction losgeht. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Komm, ihr habt es doch sowieso schon am Titel gelesen, was das für ein Video ist. Ob ihr auf der grünen oder gelben Seite seid und kommt drüber auf Twitch, wo ihr dann mit dabei sein könnt. Und auch euch selbst auf YouTube grüßen könnt. Die Leute, die auf YouTube geblieben sind, grüßen könnt. Oder so. Ihr wisst, was ich meine. 13 Fragen an Bubble. Ich kann es nicht lassen. Ich habe mir schon mal Paracetamol und Ibuprofen zurechtgelegt. Rabbit Holes, virale Trends, Doomscrolling, ist TikTok gefährlich? 13 Fragen an Bubble. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Komm, wir ziehen es durch. Mit einem Mal. Jede Generation hat ja so ihre eigene Social-Media-Plattform, ob Snapchat, Instagram, Facebook oder jetzt eben TikTok. MySpace! Warum vergisst jeder MySpace? Und dieser wahnsinnig große Erfolg von TikTok, der ist für viele sehr beunruhigend. Jetzt mal ganz abgesehen von Suchtgefahr, von Fake News und von gefährlichen Challenges. TikTok gehört einem chinesischen Konzern. Und dem wird immer wieder vorgeworfen, diese App für Propaganda und Spionage zu missbrauchen. Die USA will TikTok deswegen sogar verbieten. TikTok ist perfekt. Verbieten, jein. TikTok soll an westliches Unternehmen verkauft werden. Alice, ja. Ich weiß. TikTok soll ja entweder Alicia, ja, egal. Entweder verkauft werden oder soll verboten werden. Perfekt darauf ausgelegt, Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Das birgt für Erwachsene, aber besonders für Kinder eine große Suchtgefahr. TikTok ist eine Gefahr für unsere Demokratie, weil rechtsextremistische Kräfte dort wie auf keiner anderen Social-Media-Plattform Themen setzen können und Menschen radikalisieren. TikTok ist so gestaltet, dass es Dauerkonsum begünstigt und bei gefährdeten Personen zu einem Kontrollverlust und mentalen Problemen führen kann. Aber es gibt auch viele, die das ganz anders sehen und sagen, TikTok ist gerade die Plattform mit dem größten Potenzial, die auch einfach super viel Erfrischung und Abwechslung bringt. Auch wenn man keine große Reichweite hat, hat man auf TikTok wahrscheinlich die beste Chance, sich eine Stimme zu verschaffen. Bei TikTok zählt der individuelle Content, jedes Video für sich. Es muss nicht perfekt sein und auch nicht überprofessionalisiert. Für mich ist die Diskussion um die Gefahren TikToks eher Symptom dafür, dass wir als Gesellschaft noch nicht... Okay. Willst du mir sagen, dass wir auf der einen Seite unter anderem ein Suchtmediziner haben und auf der anderen Seite drei Leute, die auf TikTok angewiesen sind, eine TikTokerin, die sich so vorstellt, eine Content Creatorin, die höchstwahrscheinlich auch Content auf TikTok macht und der CEO einer TikTok-Agentur. Ist ja irgendwo klar, dass die dafür sprechen. Stark genug reflektieren über die Chancen, aber auch Risiken von Social Media im Allgemeinen. Jetzt erstmal die Frage an euch, wo auf dem Spielfeld würdet ihr stehen? Grün für TikTok ist super gefährlich. Ich würde tatsächlich mich eher, was heißt eher, ich würde mich auf der grünen Seite stellen. Im zweiten Feld von hinten. Grün. Naja, das Ding ist, ich glaube, so die Nähe so ist egal, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. So mittig mit der Tendenz zu grün. Oder gelb. Für nö, ich bin TikTok-Fan und das lasse ich mir nicht nehmen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wir starten mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Und zwar möchte ich gerne erstmal von euch wissen, wer hat sich heute schon bei TikTok, ich sag's jetzt richtig boomermäßig, eingeloggt? Wer war schon online? Nope. Ich besitze es auch nicht. Auf TikTok. Wer hat schon gescrollt? Oh, fast alle. Hä?
warte mal. Zu Recherchezwecken. Okay, weil ich wollte gerade sagen, du hast doch kein TikTok mehr. Ja, ich habe es heute nochmal installiert, um nochmal reinzuschauen und up to date zu sein. Und? Ich habe es direkt bereut. Okay. Recherche. Bei Elisa, so Recherche im Sinne von, was posten Leute dort für Videos zu einem bestimmten Thema. So meint sie das. Nicht im Sinne von, ich hole mir jetzt eine Information, sondern was sagen die Leute auf TikTok dazu? Okay. Anna, du? Also ich habe mittlerweile so eine Routine, dass ich, wenn, dann reingehe, um mich selbst zu inspirieren, was ich für Videos machen möchte. Ja. Sonst versuche ich es auch zu limitieren, weil sonst Doomscrolling. Okay. Levi, du? Naja, ich öffne TikTok, um zu arbeiten. Also sowohl zu Entertainment-Zwecken als auch um Videos selbst zu erstellen. Alicia, warum hast du denn in the first place TikTok überhaupt gelöscht? In erster Linie, weil ich gemerkt habe, dass es eine riesen Zeitverschwendung ist in meinem Leben. Also ich habe teilweise mich wiedergefunden nach einer Stunde scrollen, obwohl ich nur mal kurz reingucken wollte. Und ich wollte einfach nicht mehr diesen Kontrollverlust haben über meine Lebenszeit und habe dann gedacht, dann lösche ich es komplett. Anna, was findest du? Ja. Du auf TikTok jetzt privat, wenn du dir den Content anguckst, was du da spannend findest, was dir auf anderen Plattformen fehlt oder vielleicht früher gefehlt hat? Ich lese extrem viel und da kriege ich die beste Inspiration von Leuten, die sehr relatable sind. Man spürt, das sind jetzt nicht irgendwelche Firmen, wo man merkt, okay, das ist schon. Schwierig. Ich meine ja, an sich kann dort jeder seinen Furz hochladen. Mache ich ja im Endeffekt auch hier auf Twitch und dann später auf YouTube. Ich mache das aber nicht, um Geld zu verdienen. Viele Leute auf TikTok machen aber, um damit Geld zu verdienen. Dann kommt halt eine gewisse Professionalität mit rein. Einige machen das sogar wortwörtlich. Ja, ich weiß. Das habe ich in dem Moment auch getan, als ich ausgesprochen habe. Und im Endeffekt, was sie macht, ist einfach nur sich den neuesten Trend raussuchen und dem folgen. Weil, bringt ja Klicks. Alles sehr professionell, sondern es sind einfach so Menschen wie ich, die Bücher feiern und dann über ihre Erfahrung sprechen. Und dann zeigt mir das TikTok massenhaft an und das habe ich auf keiner anderen Plattform. Patrick? Würde ich tatsächlich widersprechen. Weil so ein Algorithmus, den hast du überall. Du musst den halt nur richtig anfüttern. Sie macht gern Content über ihre Haare und ihre Sexualität? What? Also ja, dass sie lange Haare hat, das sieht man, aber okay. Also nichts mit Büchern. Na, wo sind wir bei 3,15? Millionen Follower auf TikTok? Was haut mit der Nuki-Usse? 482.000 auf Instagram? 1,3 Millionen? Grüß euch und herzlich willkommen. 1,3 Millionen Abonnenten auf YouTube? Alter Schwede. Ja, das habe ich auch gehört. Die war bei Too Hot to Handle. Was ist das? Ich hab das gerade zum ersten Mal. Und ist vermutlich dabei gesellschaftlich betrachtet useless as fuck. Neueste Videos vor 2 Jahren, das letzte Video. Beine rasiert. Ah, so wirklich.
Die hat doch safe Videos rausgelöscht. Du kannst mir nicht sagen, dass sie 1,3 Millionen Abonnenten mit die ein paar Videos hat. Da wurden safe welche rausgenommen. Eine Trash-Serie auf Netflix. Shorts. Oh. Ja, okay. In diesem Shorts-Bereich nicht drin. Trash kenne ich mich aus. Du könntest Yvonne Mühlen Konkurrenz machen. Ey, mach doch darüber einen YouTube-Kanal auf und rede darüber. Heilige Scheiße. Trick, dass so viele von uns heute schon an dieser App waren, auch wenn es nur aus Arbeitsgründen war, das zeigt ja schon mal, dass wir uns irgendwie nicht ganz davon lösen können. Die können keinen ordentlichen Content erstellen, dafür sind sie zu deppert, daher nur Shorts. Und hab einfach zu viel auf. Ja, dann kannst du darüber reden. Und ich mach Reactions darauf. Komm. Komm. Was löst diese App in uns aus? Also was macht das in unserem, was passiert in unserem Kopf, wenn wir auf TikTok sind? Was ich jetzt gehört habe, ist ja ein bewusster Umgang, eine bewusste Nutzung oder auch Nichtnutzung. Ja? Aber natürlich kann TikTok das Belohnungssystem ansprechen. Man kann dann so in einen Strudel gelangen, ja? Dass man gar nicht mehr aufhören will, auch durch die Kürze der Videos gar nicht. Das ist das Ding. Das ist ein neuer Podcast mit Gandalf und Peachy. Ich könnte da aber nicht viel zu sagen. Ich meine, nicht umsonst wird das ja mit Glücksspiel gleichgesetzt. Nur, dass man halt kein Geld zahlt, aber das ist, ja, ich erzähle und du reagierst. Das stehe ich auch einfach auf und gehe. Knoblauchgeflüster im Auenland. Was? Okay, wir konzentrieren uns wieder auf das Video. Nicht mehr bewusst reflektiert, möchte ich das überhaupt, sondern sich quasi mit reinlullen lässt und immer weiter konsumiert ohne Ende. Adil, dass TikTok überhaupt so groß wurde, wie es heute ist, das ist das erste Mal in meinem Alltag so richtig aufgetaucht, 2020, als wir alle zu Hause auf der Couch saßen. Und das war aber ein Zeitpunkt, wo du schon komplett am Start warst, da dir ein Business mit aufgebaut hast und zwar die erste TikTok-Agentur gegründet hast, wo du unter anderem auch mit Levi zusammenarbeitest, den du managst. Einmal hier kleiner Disclaimer. Was macht denn TikTok so erfolgreich aus deinen Augen? TikTok war die erste Plattform, die die Architektur der Algorithmen angepasst hat. Es wurde inhaltsbasiert ausgespielt, contentbasiert ausgespielt und nicht mehr statusbasiert, wie es früher auf Instagram war. Und das war damals. In Deutschland nutzen Stand Oktober 2023 20,9 Millionen Menschen TikTok. Am besten kommt die App hier in der Gen Z an. Gen Alpha, glaube ich, auch. In einer Studie der Initiative D21 gaben 2023 über die Hälfte der 14- bis 27-Jährigen an, TikTok zu nutzen. Uff. Das Ding ist halt, dieser Algorithmus, der ist halt dafür da, dass er dir gezielt die Sachen so rausspielt, die dir gefallen und zwischendrin weniger. Und du hast dann das Gefühl so, ah komm, beim nächsten Mal scrollen kommt was Geiles. Und dann wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und dann wieder. Oh ja, das war geil, okay. Beim nächsten bestimmt auch wieder. Nein, okay, dann muss ich weiter scrollen. Woher kennen wir das? Katsching. Ah, scheiße, schon wieder nicht den Jackpot geklackt. Okay, nochmal, beim nächsten Mal bin ich dran. Ah, scheiße, schon wieder nicht. Okay, beim nächsten Mal. Ja, aber als wir in der Altersspanne waren, hatten wir MySpace, SchülerVZ etc. und unsere Eltern dachten, oh mein Gott. Das Ding ist, dass diese ganzen Sachen noch nicht so kommerzialisiert waren. Heutzutage ist Social Media darauf ausgelegt, dass du, ich meine, öffne mal Instagram beispielsweise.
Du scrollst da durch und hast immer wieder irgendwelche Sachen, siehst immer wieder irgendwelche Postings von Leuten, denen du nicht folgst. Facebook das gleiche, Twitter auch. Bin aber auf einem anderen Tab drin und sehe trotzdem immer wieder irgendwelche Werbung dazwischen. TikTok genauso. Hier wird halt Sachen reingespült, von denen der Algorithmus denkt, dass es dir gefallen könnte, um dich länger auf dieser Plattform da bleiben zu lassen. Weil da, je länger du bleibst, je mehr du scrollst, desto mehr scrollst du auch durch Werbung, desto mehr Geld machen die Plattformen. Für mehr ist der Algorithmus nicht da. Er ist nicht dafür da, um dir unbedingt das zu zeigen, was du sehen willst. Der zeigt das an, was dich auf der Plattform hält. Damals sehr radikal und neu und das führt zu einer Art von Viralität, wie es in der Form nie zuvor gab, die aber mittlerweile auch von allen anderen Plattformen übernommen wurde. Mhm. Maggie, du hast dich ganz gezielt bei TikTok angemeldet und dort einen Account gemacht, mit dem du eigentlich TikTok verändern wolltest, mit Reclaim TikTok, Hashtag Reclaim TikTok. Kannst du das einmal erklären, was es damit auf sich hat? Wir haben im Vorfeld der Europawahlen gemerkt, dass es ein unglaubliches Ungleichgewicht darin gibt, worüber auf TikTok politisch kommuniziert wird und worüber auch nicht. Und dass rechtsextremistische Accounts dort einfach klar im Vorteil sind. Deswegen haben wir so ein bisschen versucht, mit der Initiative... Dem Nachnamen keine einfache Aufgabe. Ich verstehe die Intention auf jeden Fall und es ist auch richtig so, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die ich außerhalb von der Reaction wahrscheinlich mal ansprechen müsste. Andere Stimmen irgendwie auf die Plattform zu tragen, haben Aktivistinnen gezeigt, wie sie die App bedienen und eben eine Welle gestartet, wo sich eben Menschen auch angemeldet haben auf TikTok und Gegenposition bezogen. Und das lief am Anfang auch sehr gut. Da kam auf jeden Fall einiges an Viralität zusammen. Wir haben aber auch sehr schnell gemerkt, dass TikTok einfach von der Art und Weise, wie es funktioniert, Populismus begünstigt, Falschinformationen begünstigt und Verknappung begünstigt. Und man es sehr, sehr schwer hat da. Digga, da brauchst du nicht zurückzugehen. Das ist halt einfach eine Tatsache. Was denkst du, weshalb die AfD so erfolgreich ist auf dieser Plattform? Weil die genau das nutzen, Populismus. Und hey, Fake News klicken sich besser. Populismus klickt sich besser als die Wahrheit und als Videos, die das größer beleuchten oder Themen größer beleuchten. Seriöse und gute politische Kommunikation zu betreiben. Und das Inhalte, die zum Beispiel sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, besser funktionieren als die, die vielleicht ein bisschen trockener oder langweiliger sind, schafft einfach eine. Gen Z, diesen Fakt mag ich nicht. Ich fühle mich offended. Ja. Das ist halt. Ich meine ja. Warte ich noch auf den auf das Argument, das ist auf jeder Plattform so. Was Whataboutism wäre, weil es geht gerade nicht um andere Plattformen. Aber selbst wenn. Okay, du befindest dich in deiner eigenen Bubble. Und du siehst diesen ganzen Shithole, siehst du nicht. Okay, fein. Aber dieser ganze Shithole wird tonnenweise anderen Menschen ins Gesicht gespült. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt alles ungefiltert. Das kommt. Und das sind teilweise richtige Hassvideos. Die vollkommen überfüllt sind mit Fake News und so weiter. Und diese Plattform begünstigt das alles halt. Es ist ja schön, dass Leute ihre Rezepte daraus kriegen oder ihre süßen Katzenvideos und was weiß ich was. Okay, cool, aber das ist jetzt halt auch so. Würde die Plattform wenigstens das rausfiltern, dass halt wirklich Fake News ist, würde ich vielleicht auch anders darüber denken. Aber, ja. Im Balance. Okay, Maggie sagt, TikTok bzw. der TikTok-Algorithmus befördert Populismus. Levi, da bist du einen Schritt nach hinten gegangen, die ganze gelbe Seite eigentlich. Warum? Ja, also mein subjektiver Eindruck, ich mache ja jetzt auch seit einem halben Jahr TikTok-Videos und ich mache TikTok-Videos, die tatsächlich aufklären. Also beispielsweise in Bezug auf Schneeballsysteme, aber auch
wenn Leute behaupten, ich bin der Typ aus dem Video übrigens, dann mache ich da gerne Videos zu, wo ich darauf reagiere und prüfe, ist das denn wirklich so. Und das sind tatsächlich auch die Videos, die bei mir am meisten, am besten laufen, am meisten Klicks bekommen. Das sind auch meistens Videos, die sind relativ lang, 2-3 Minuten. Oh Gottchen, wie süß. Lange Videos. Ich mache lange Videos. 3 Minuten. Was soll ich denn sagen zu meiner 2-Stunden-Reaction von eben gerade? Beziehungsweise höchstwahrscheinlich auf YouTube von gestern. Was soll ein Trayman sagen zu 3,5 Stunden auf ein ursprünglich halbstündiges Video? Was soll ich sagen zu doppelter Länge an Nukes Top 5 Reactions? Jesus Christus, Alter. Das sind 3 Minuten Videos. Oh mein Gott. Okay, sorry, das ist. Eigentlich ist es fies, was ich da mache. Im Endeffekt ist es ad hominem, aber es ist halt. Das Ding ist halt, man sagt ja, oh, ich habe 1 Million Klicks da drauf gemacht. Das Ding ist, auf YouTube wäre das halt ein Zehntel oder ein Hundertstel. Okay, 1 Million Klicks auf YouTube ist halt arschviel. Aber sagen wir einfach, ich hab 500.000 Klicks gemacht und dann nimmst du nur ein Hundertstel davon. Ja, toll, hast du nur 5.000 Klicks gemacht auf YouTube. Woher kommt dieser Unterschied? Eben wegen der Länge. So, auf YouTube hast du halt ein Video von 20 Minuten. Und in der Zeit kannst du halt 10 TikTok-Videos dir anschauen. Die halt 1 Minute lang sind. Oder 2. Sogar 20. Dann, wenn die nur 1 Minute lang sind. Daher kommt dieser Unterschied an Klicks. Und trotzdem ist Aufklärungsarbeit, auch wissenschaftsbasierte Videos, die Grundlage meines Erfolgs. Und die Maggie. Witzig finde ich ja, ich habe das schon häufiger gesehen. Wie hieß der Typ? Wissensbert, glaube ich. Nicht Wissenswert, sondern wirklich Wissensbert, so wie Ernie und Bert. Der hat tatsächlich sich eine Zeit lang hat sich TikTok-Videos angeguckt und dann festgestellt, so, dass die da auch nur Bullshit erzählen. Die vollkommen richtig gesagt hat, man muss die Leute davon überzeugen in den ersten Sekunden, dass sie sich dieses Video anschauen sollen. Aber man kann auch Interesse an Videos wecken, ohne dass man sagt, Ausländer raus. Es kommt halt auf die Bubble an, in der du dich befindest. Und ja, ein gewisser Bait muss da sein. Das hast du auch bei langen Videos auf YouTube. So, wenn ich beispielsweise an einen Parabelritter denke, so, was der teilweise am Anfang raushaut, nur damit die Leute halt dranbleiben. Oder meistens auch falsch verstehen, aber das ist eine andere Sache. Oh. Aber ich habe das Gefühl, dass du tatsächlich auf TikTok stärker damit hantieren musst. Weil im Endeffekt, wenn du durchscrollst, ich meine, auf YouTube, wenn du halt durchgehst, hast du ein Thumbnail und einen Titel. Das hast du ja auf TikTok, glaube ich, nicht, oder? Und dann scrollst du halt durch und dann müssen halt die ersten Sekunden catchen. Ja. Maggie, überzeugt dich das? Also ich würde zustimmen, dass man das erfolgreich tun kann. Es ist einfach schwierig, darauf angewiesen zu sein und es ist schwierig, wenn es dann Traffic weckt von seriösen Nachrichtenplattformen gibt, die eben auch den Anspruch haben, umfassend zu informieren, weil eben bei TikTok regelmäßig Themen untergehen und ein False Balancing passiert. Selbst wenn nur 20% falsche Informationen auf 80% richtige Informationen... Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Ich bin heute wieder mal schlau unterwegs. Das heißt, ich werde das Video wieder aus dem Twitch-VOD rausschneiden müssen. Nice. Informationen kommen. Die 20% Falschinformationen sind ein Problem und sind ein Thema und dürfen einfach und richten in der Masse einen Schaden an. Levi, da gehst jetzt wieder einen Schritt auf Maggie zu. Ja, also es stimmt. Es hat zwei Seiten der Medaille. Es ist vollkommen klar, Falschnachrichten haben
meistens lösen eher eine Neugier aus, als in Anführungszeichen sachliche Informationsauseinandersetzung. Ich habe das auch selber bei mir gemerkt, relativ am Anfang, als ich angefangen habe, Videos hochzuladen, habe ich scherzhaft erzählt, Leute, saugt eure Decke, weil es Weißlichtmilben gibt. Und die Videos haben in kurzer Zeit... Warum ist er denn, denn erst nach hinten? Nein, das war fies. Seit Millionen von Aufrufen bekommen und das ganze Internet war voll von Leuten, die sich gefragt haben, ob man jetzt wirklich die Decke saugen muss wegen Weißlichtmilben. Lass uns das Fake News-Thema noch ganz, ganz kurz aufheben, weil darüber werden wir auf jeden Fall noch detailliert sprechen. Hast du mit diesem Erfolg so gerechnet, den du jetzt auf TikTok hast? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe am Anfang habe ich mir auch einen neuen TikTok-Account erstellt, weil ich nicht wollte, dass meine Freunde, die mir auf meinem alten Account gefolgt sind, die Videos sehen, weil ich dachte, das wird total peinlich. Ich glaube. Hä? Ist nicht der Grundgedanke von TikTok, dass ein Video viral geht? Und wäre das dann nicht automatisch bei seinen Freunden dann irgendwann auf die For You-Page gespült worden? Hä? Wenn... Als ich mit YouTube angefangen habe, hab das einigermaßen geheim gehalten, dass ich YouTube mache, beziehungsweise hab das sehr selten irgendwie rumerzählt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei irgendwem aus irgendeinem Grund angezeigt werde, war halt verschwindend gering. Aber auch, dass der Algorithmus von TikTok nicht ganz so stark personenfokussiert ist. Also, dass auch Personen schnell eine hohe Reichweite gewinnen können, auch wenn man sie nicht kennt. Mhm. Alicia, klingt ja erstmal super gut, was Levi da jetzt erzählt. Gehst du auch einen Schritt auf ihn zu? Kann man das wie so eine Art Liberalisierung vielleicht auch der Content-Creator-Blase verstehen? Total. Und da würde ich auch zustimmen, dass diese Liberalisierung des Marktes was sehr, sehr Positives ist. Also, dass teilweise Menschen auch in irgendwelchen Notsituationen schnell auf ihr Problem aufmerksam machen können und dass das dann schnell viral geht. Aber das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil genauso schnell kann eben irgendein Mist viral gehen. Anna, Es ist auch so ein Punkt, der bei Israel Gaza und auch bei Ukraine Russland halt auch sehr, sehr stark drin ist. Und dann irgendwer furzt halt irgendeine Scheiße, die halt vollkommener Bullshit ist, in den Äther hinein. Das verbreitet sich. Und weil es der liebe Onkel aus dem Internet gesagt hat, stimmt es dann halt auch. Also. Die da oben verschweigen es uns und er hat dann schon recht. Ein Video kann ohne Reichweite viral gehen, aber man muss um diese Reichweite natürlich kämpfen. Und es gibt Challenges, von denen wir alle sicher schon gehört haben. Eine, die ganz prominent besprochen wurde, nenne ich einmal kurz als Beispiel, ist die Blackout-Challenge, bei der Teilnehmende versucht haben, sich selbst zu strangulieren, um... Bestes Beispiel für den Biologieunterricht, wenn das Thema Evolutionstheorie aufkommt, nämlich die natürliche Selektion. Dann kurz einen Blackout zu erleben, also Mutproben, die es aber ja vorher auch schon im Internet gab, so schlimm das eben auch ist. Du hast auch auf YouTube schon so Mut. Das mag jetzt vielleicht emotionslos klingen, aber ich hab da irgendwie einfach kein Mitleid. Weil so viel Dummheit und sorry, das ist halt... Nein, ich... Nö, ich rechtfertige mich jetzt nicht dafür. Proben früher gemacht, oder? Damals habe ich mit 13 auch diese ganzen Challenges gemacht, wo man sich so viel Marshmallows wie möglich reingestopft hat oder diese Cinnamon Challenge, wo man so einen richtig großen Löffel Zimt isst und das ist auch gefährlich und blöd und hat es halt damals auch schon gegeben. Natürlich, das ist ein ganz anderes Level jetzt mit diesem Strangulieren oder so. Also da muss sie auch sagen, da muss was gemacht werden von Seiten TikTok, dass die da viel mehr das kontrollieren und sowas verhindern können gleich. Ich finde das auch so ein bisschen eine Diskursverzerrung, weil es diese Challenges und dumme Mutproben bei Jugendlichen schon immer gab. Und es ist meistens so, dass da irgendwelche Randphänomene groß gemacht werden. Aber das sind meistens tragische Einzelfälle. Und im Regelfall kommt es auch eigentlich nicht in der breiten Masse an. Also ich glaube, Jugendliche haben einfach generell eine Tendenz zu Risikoverhalten in Gruppen, was auch immer, sich gegenseitig irgendwie auszustechen. Okay, ich fasse trotzdem mal zusammen. Ich glaube, alle auf dem Spielfeld sind sich einig, dass Challenges nicht das größte Problem von TikTok sind. Es ist ein gefährliches Problem, aber nicht das größte. Ja, ich glaube,
So könnte man es zusammenfassen. So, Thema beendet, das nächste bitte. Alicia, ein anderes Thema, was trotzdem immer wieder kritisiert wird, ist die Suchtgefahr. Du hast gesagt... Warum fragen Sie da jetzt Alicia und nicht den Suchtmediziner? Du hast TikTok gelöscht. Gab es so einen gezielten Moment, wo du gemerkt hast, boah, jetzt wird es mir zu viel, mein eigener Konsum davon? Oder irgendwann, wo es dir mal super schwer gefallen ist, die App zu schließen? Ja, also es ist mir eigentlich permanent schwer gefallen, die App zu schließen. Ein Moment war, als ich mir nach so einem ewigen Suchtscrollen mal die Frage gestellt habe, was habe ich eigentlich gerade gesehen und an was erinnere ich mich? Und im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt 2 Stunden Doku im Fernsehen gucke, wusste ich eigentlich nichts mehr. Also es war wie schwarze Materie. Anna, stimmst du Alicia dazu? Ich glaube, du bist einen Schritt auf sie zugegangen. Ja, es ist halt bei TikTok extrem, dieses Belohnungssystem, wie schon angesprochen, das Dopamin. Und auch selbst als Creator im Endeffekt sucht man ja das Dopamin von anderen. Man möchte, dass die sich das anschauen. Und es geht ja auch darum, dass die dann irgendwo dieses High haben, dass die dann nach sich denken, boah, das war ein krasses Video. Patrick, du bist selbst Suchtmediziner. Und wenn ich jetzt diesen Begriff Suchtmediziner höre, dann würde ich jetzt erstmal so an klassische Süchte denken, wenn man das so nennen kann. Also an Drogen, Alkohol und so weiter. Inwiefern spielt denn TikTok auch eine Rolle bei deiner Arbeit? Genau, ganz generell. Es ist nicht so, dass bei jeder Sucht einfach, oder was man bei jeder Sucht quasi biologisch festhalten kann, dass es zu einem Mangel von Glückshormonen, Serotonin, Dopamin kommt, man immer mehr braucht, um es sich wiederzuholen und man eigentlich im Endeffekt nach dieser Ausschüttung süchtig ist. Generell sehen wir natürlich, dass Verhaltenssüchte mittlerweile ja auch offizielle Diagnosen sind in unseren Diagnosesystemen. Und TikTok ist im Moment keine offizielle Diagnose, aber, und das muss man auch sehen, wenn wir schauen nach Kriterien, also was sind denn Charakteristiken für abhängiges Verhalten, dann ist dieser Kontrollverlust. Das heißt, ich mache es, ich mache es, ich mache es. Und danach frage ich mich, warum habe ich es überhaupt gemacht? Ganz klare Kriterien. Dürfte ich fragen, wie groß das Thema Einsamkeit dabei auch eine Rolle spielt? Weil ich hatte eine Phase in meinem Leben, da hatte ich kaum Freunde, da habe ich irgendwie viel durchlebt. Und dann habe ich gemerkt, war das ganz schlimm. Also aus persönlicher Erfahrung aus der klinischen Behandlung. Ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen. Also so ein bisschen in Anführungsstrichen Einsamkeit bei mir die Jugend, dass ich da halt extrem MMO-süchtig war, weil mir das so ein bisschen Ausgleich zu der Einsamkeit gab, weil ich halt online Leute hatte, mit denen ich reden konnte, mit denen ich zusammen zocken konnte. Und ich denke mal, ja, es eine Sucht ist, glaube ich, kein Krankheitsbild, das alleine auftaucht. Sondern dass es immer irgendwelche Begleiterscheinungen gibt. Und sehr häufig auch beispielsweise in Richtung einer Depression gehen oder ähnliches. Handlung würde ich sagen, spielt absolut eine Rolle und das zeigen auch große Studien. Da gibt es vor allem aus China ja Studien sozusagen zum dortigen Pendant, dass Einsamkeit, aber auch Fliehen aus negativen Gefühlen und dann sind... In China ist statt TikTok das dortige Pendant Douyin auf dem Markt. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Eine internationale Studie von Januar 2024 untersuchte den Einfluss der App auf NutzerInnen, die Douyin vor dem Schlafengehen nutzen. Ein Ergebnis war, dass NutzerInnen, die sich einsam fühlen oder an Depressionen leiden, die App vermehrt nutzen. Die Studie erschien online auf der Plattform Frontiers in Public Health. Es gibt aber noch einen extrem großen Unterschied zwischen TikTok und Douyin. Was TikTok ausspült, das weiß irgendwo jeder, der sich einmal mit der App beschäftigt hat oder der Links dazu geschickt bekommt. Douyin ist tatsächlich anders. Da sind weniger irgendwie Content Creator im Vordergrund oder so, sondern tatsächlich sehr viel Wissensvermittlung, soweit ich das gelesen habe. Das ist schon ein extremer Unterschied.
Und Propaganda. Das kommt hinzu, ja. Und das ist leider das Problem. Und wenn sie den Algo mit was auch immer füttern, kann das halt nicht kontrollieren. Achso, das ist da noch. Und es ist halt tatsächlich so, ich will nicht sagen, dass nur TikTok-Doujin daran verantwortlich ist. Da ist sicherlich auch eine Menge, hängt da noch eine Menge mehr dran. Aber ich behaupte einfach mal, dass zumindest eine gewisse Korrelation besteht, dass im Westen zum Beispiel viele Insta, Facebook, ich rede jetzt generell also außerhalb von Social Media, dass generell viele Jugendliche zum Beispiel den Wunsch äußern, Influencer zu werden. Während in China viele Jugendliche den Wunsch äußern, in die Wissenschaft zu gehen. So, wie gesagt, ich sage nicht, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen, ich sag jetzt mal, Social Media, Berufswunsch, aber zumindest, dass man da eine Korrelation vermuten lassen kann. Sind natürlich auch Personen anfälliger, die schon zu kämpfen haben mit sozialer Isolation, mit Depression und Ähnlichem gefährdet. Ja, das ist ein großer sozusagen Treibstoff auf diese TikTok-Nutzung. Ja, also die Einsamkeit wird dadurch nicht gelöst. Wird nur gedämpft oder man entflieht dem Ganzen, aber es wird nicht besser. Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, jede Person ist... Warum ist der jetzt zurückgegangen? Selbst verantwortlich für ihren eigenen Social-Media-Konsum und es gehört halt mittlerweile zu unserem Leben dazu. Das heißt, wir müssen eben einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Was wirst du denn spezifisch zu diesem Thema Abhängigkeit TikTok vor? Genau, also ich glaube, man kann jetzt TikTok erstmal, da bin ich relativ klar, gar keinen Vorwurf machen. Das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das davon lebt, viele Nutzer auf der Plattform zu halten. Das finde ich erstmal völlig neutral, muss man das sehen. Wir müssen uns eben überlegen, wäre ich dort gewesen, hätte ich jetzt angefangen zu jagen. Da fliegt irgendetwas rum. Wollen wir analog zu anderen Formen, sozusagen wie Glücksspiel und ähnlichem, Regulierungen vornehmen, um die gefährdeten Gruppen, und das sind ja nicht alle Personen, viele nutzen TikTok sehr bewusst und ich glaube unproblematisch, aber es gibt eben Personen, die sind gefährdet und wir müssen uns natürlich fragen, wie wollen wir diese gefährdeten Personen schützen und was können wir dafür tun? Ein Verbot ist natürlich eine Sache. Da kann man so ein bisschen darauf gucken, Medienkompetenz ist ein gutes Stichwort, so ein bisschen gucken, wie funktioniert das beispielsweise mit Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel. Durchaus alles Sachen, die in Deutschland ab 18 erlaubt sind. Ausnahme Alkohol ist halt Bier und so, ab 16. Leute sind dann zumindest ein Ticken erwachsen, aber auch nicht vollends ausgewachsen. Der präfrontale Kortex entwickelt sich noch, bis man 25 ist, bis Mitte der 20er. War das der präfrontale Kortex? Ich glaube ja. Die ändern England an. Ab 20 Uhr wird der Alkohol stündlich oder halbstündlich teurer. Ob das eine Lösung ist, weil ganz ehrlich, dann würde ich halt einfach vor 20 Uhr und den Testkurs die 24-7-Läden verkaufen, ab 20 Uhr keinen Alkohol mehr. Dann deckst du dich halt vor 20 Uhr ein. Das ist eine Lösung, da findest du. Das ist eine Lösung, die zu einem Problem führt, zu der es schnell eine Lösung gibt. Ist halt wie das Vortrinken, bevor man in den Club fährt, wo halt der Alkohol auch im Vergleich zu Supermärkten extrem teurer ist. Aber Regeln und Aufklärung ist eine andere Sache, die, glaube ich, sinnvoller ist nochmal. Adil, was wäre denn deiner Meinung nach die Lösung dafür, junge Menschen nicht in diese Social-Media-Sucht zu treiben? Ich bin auch gegen ein Verbot. Ich finde es aber vollkommen valide, darüber zu diskutieren, wie man junge, vor allem junge Zielgruppen schützen muss. Ich sehe schon, dass TikTok etwas tut. Also es gibt Pop-ups bei Bildschirmzeit, es gibt die Möglichkeit, den Algorithmus zu unlearnen, also ne, zurückzustellen. Es gibt die Möglichkeit, Videos. Und
Nach ein paar Mal scrollen hat der Algorithmus wieder was Neues gelernt. So, hä? Was soll das bringen? Die einem Rabbit Hole entsprechend zu unliken, damit. Und vor allem, dafür müsstest du halt auch erstmal die Medien kommen. Das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung, die funktioniert nur für Leute, die diese Medienkompetenz besitzen und sich sagen, ey, ich habe meinen Algorithmus so zerschossen, dass ich mich in eine Richtung bewege, in die ich nicht wollte, und ich will mich wieder zurückbewegen, ich will den Algorithmus wieder neu anlernen. Da müsstest du aber halt erstmal merken, dass du in dieser Spirale drin bist. Und wenn du das kannst, besitzt du die Medienkompetenz, um die es halt geht. Das nicht mehr angezeigt wird, und so wie ich das sehe, bei vielen Creatern, aber auch Nutzern, funktioniert das. Hm. Man muss es aber nutzen und alle müssen es natürlich wissen, also da braucht es noch Aufklärung. Das sieht all dies ja nicht so. Das letzte schon, aber davor hattest du gesagt, dass viele Nutzer das für sich auch schon gut nutzen können. Das würde ich so ein bisschen anzweifeln. Also ich habe da so ein bisschen eine radikalere Meinung. Ich würde behaupten, wir bräuchten. Das ist halt da kommt ein Pop-up so, hey, du bist schon so lange hier auf der Plattform drauf. Wir haben schon genug Geld mit dir verdient. Nein, das schreiben die nicht, obwohl, wäre ehrlich. Das ist halt wie mit Ekelbildern auf Zigaretten. Jetzt mal ganz ehrlich, schreckt das? Also hat das wirklich irgendeinen signifikanten Unterschied gemacht, dass es diese Ekelbilder gibt? Weil, ja, okay, danke. Ich meine, die Leute, die bereits geraucht haben, die haben weiter geraucht. Vielleicht hat es Leute davon abgeschreckt, dass sie überhaupt erst anfangen. So, ich glaube, da können wir halt eher so sagen, vielleicht gab es da einen Effekt. Aber da müsstest du halt eine entsprechende Kennzeichnung haben für die Leute, die sich das gerade runterladen. Vielleicht sogar eine Altersgrenze für TikTok, weil mit 16 ist man vielleicht irgendwann selbst dafür verantwortlich, mit 13 vielleicht auch, aber was man ja aktuell erlebt ist... TikTok darf offiziell ab 13 genutzt werden. Ja, okay. Okay, sagen wir ab 13. Weil die Bilder nicht der Wahrheit entsprechen. Naja, die sollten halt nur abschrecken. Wie es halt offiziell jetzt erlaubt ist. Und ich schmunzel halt darüber, weil es halt einige gibt, die halt unter 13 das nutzen. Also wenn ich allein schon morgens im Bus zur Arbeit fahre. Also einige Mädchen und Buben sehe. Naja. Bei der Registrierung muss das Geburtsdatum eingegeben werden. Würde das Geburtsdatum, ich bin 33, würde das Geburtsdatum drinstehen? Ich muss kurz rechnen. Ja, doch. Würde das Geburtsdatum bei YouTube noch drinstehen, bei meinem privaten Account, den ich benutze, würde da nicht 33, sondern 36 stehen. Just saying. Ist das teilweise Kind? Achso, damit handelt es sich um eine Selbstauskunft, die in dem Moment der Kontoerstellung nicht weiter geprüft wird. Außerdem braucht es bei NutzerInnen unter 18 die Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Diese wird jedoch nicht aktiv von TikTok eingeholt. Das ist falsch. Kinder im Alter von 10, 11, 12 Jahren schon auch aus Gruppendruck irgendwie in der Klasse sagen, ich will auf der App sein, und oft haben... Wieso gehst du jetzt zurück? Ist das schon wieder Wissenschaftsleugnung oder was? Doch bei den meisten Accounts, so YouTube, Facebook, Insta, muss man das Geburtsdatum eingeben. Ja, aber bei YouTube ist es tatsächlich so, dass du mittlerweile dein Perso einschicken musst, oder eine Kopie vom Perso, besser gesagt, dass du halt wirklich Ü18 bist, beziehungsweise denke ich mal, dass es auch mittlerweile mit dem elektronischen Personalausweis wahrscheinlich dann auch
elektronisch funktioniert. Hey, Deutschland. Dass er auf Facebook und Insta ist, weiß ich gerade nicht. Aber ich denke jetzt halt auch nur an Piepshows im Internet, wo dann steht, ja, sind sie wirklich 18? Ja, nein. Du, welcher 15-Jährige klickt da, ist so ehrlich und klickt die Wahrheit an? Und wie gesagt, bei YouTube kommst du halt erst an die, an einige meiner Let's Plays flagge ich als ab 18. Stalker zum Beispiel, was jetzt aktuell läuft. Ja. Wobei ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob das irgendwo, das war, wurde mir, glaube ich, bei Google News angezeigt. Das war ja damals DSF. Und der Nachfolgersender, der hat keinen Bock mehr auf seine Sportclips nach 0 Uhr. Die setzen das ab. Hab ich tatsächlich bei Google News gelesen. Ach, herrlich. Andere Sache jetzt so. Bei YouTube kannst du halt keine Sachen, die ab 18 gefleckt sind, schauen, wenn du halt nicht diese Verifikation durchgeführt hast. Darauf wollte ich ursprünglich hinaus. Haben die Eltern nicht die Medienkompetenz? Die Schule kann es auch nicht leisten, das noch gleichzeitig zu vermitteln. Und meiner Ansicht nach müssten wir vielleicht einfach mal überlegen, ob wir das nicht wie bei anderen süchtig machenden Substanzen machen, dass wir da einen Riegel vorschieben. Ich muss da widersprechen, weil es gibt eine Altersbeschränkung und die ist 13. Und TikTok, ich habe die Zahl vergessen, aber ich glaube, es wird eine achtstellige Anzahl an Accounts gelöscht. Ich meine im Monat, also auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl. Und deshalb gibt es diese Regelung. Maggie, überzeugt dich das? Nicht wirklich. Ich habe selber meine Erfahrung mit diesem Alterserkennungsmechanismus. Es ist so, ja, es ist halt. Ich muss mal kurz was nachgucken. So. Es geht darum, ob es ja, ich würde tatsächlich 18 sagen, weil ich suche gerade, ob es tatsächlich eine es ist schwierig, danach jetzt zu suchen, ob es halt ob es wissenschaftlich belegt ist, dass Social Media wie Glücksspiel funktioniert. Und wenn ja, wenn da halt wirklich so im Gehirn einfach die gleichen Vorgänge passieren, finde ich schon, dass man da durchaus die Legitimierung hat zu sagen, ab 18. Weil Glücksspiel ist auch ab 18. Und ob du jetzt dein Geld raushaust oder deine Zeit. Und ich finde, Zeit ist irgendwie auf einer gewissen Ebene sogar schlimmer als Geld, weil selbst wenn du Schulden hast, kannst das zurückzahlen, du kannst dir Geld, du kannst Geld wieder verdienen, Zeit bekommst du nicht zurück. Das Hirn ist erst mit 25 circa ausgebildet, ja. Also mit 13 schon mit diesen Reizen zu überfluten. Es mit 13 schon mit den Reizen zu überfluten, ist einfach dumm. Ehrlich gesagt, ich bin gespannt, was so in 10, 20 Jahren für Studien rauskommen, was die Langzeitauswirkungen davon sind. Nicht, ich bin gespannt, sondern ich habe Angst davor. Gemacht und habe erlebt, dass, keine Ahnung, teilweise Leute, die sehr wohl im richtigen Alter waren, um die App zu nutzen, runtergebannt wurden. Ich glaube nicht, dass das außergewöhnlich gut funktioniert. Ich glaube außerdem, dass es halt nicht dann gemacht wird, wenn es halt relevante Mengen Aufmerksamkeit zu verlieren gibt, weil da schaltet TikTok tatsächlich meistens nicht so souverän. Was ich ganz häufig mache, wenn ich durch den Feed scrolle und wenn irgendwie gerade wieder eine internationale Krise oder irgendwas passiert, dann klicke ich immer drauf auf nicht interessiert, sobald der Inhalt politisch wird, weil ich nicht möchte, dass TikTok mir überhaupt anfängt, zum Beispiel Kriegsvideos anzuzeigen. Ich möchte gar nicht erst in
diesen Propagandastrudel reinkommen. Frage an euch mal zurückgegeben, ist euch das schon mal passiert, dass ihr in so ein radikales Rabbit Hole reingesucht? Auf einer anderen Social Media Plattform ist mir das passiert, ja. Wobei ich auch so ein bisschen halt selbst schuld dran war, weil ich das Trollen nicht lassen konnte. Gesogen wurde, dass euch so radikale Inhalte angezeigt wurden. Ihr nickt. Also ich habe da eine Zahl zu, die findet man auch im Netz. Und zwar wurde allein im Dachraum 8 Millionen Mal dieser Nicht-Liken oder gefällt mir nicht. Laut TikToks Bericht Code of Practice of Disinformation klickten zwischen Juli und Dezember 2023 8,86 Millionen UserInnen in Deutschland auf nicht interessiert. In Österreich waren es knapp unter 1 Million. Hä, was hat denn Code of Practice on Disinformation, was hat das mit dem Nicht-Interessieren-Button zu tun? Da würde es mich eher interessieren, so wie viele Leute haben irgendwie ein Video wegen Falschinformationen gemeldet. Button angeklickt. Also, jetzt kann man natürlich sagen, 8 Millionen Mal, wie viel waren das dann im Endeffekt? Aber mein Feedback... Und ehrlich gesagt, auf die Menge an Videos, die es dort zu geben scheint... Vor allem anders. Es gibt 20 Millionen aktive User in Deutschland. Das bedeutet, dass in dem Zeitraum Juli bis Dezember 23 ungefähr nur jeder zweite bis dritte da drauf geklickt hat. Hoch klingt das nicht. Und ich kenne einige Leute, die häufiger darauf klicken. Das heißt, im Endeffekt ist die Spannweite sogar noch geringer. Wenn plötzlich der Ideen gäbe. Eieiei. Ist, dass das schon funktioniert. Es gibt diesen Button und er wird auch genutzt. Die Frage ist, ob es zu Genüge. Ihr habt gerade alle genickt bei den extremen Inhalten. Alicia, wie war das bei dir? Ich würde noch was ergänzen. Ich habe zum Beispiel schon krasse Autounfälle, Szenen, wo Menschen sterben, auf TikTok gesehen. Ich habe die Täterin von diesem ganz schlimmen Attentat auf die 12-jährige Luise. Warum geht der jetzt schon wieder nach hinten? Es ist halt eine Tatsache, dass das da gepostet wird. Und ich habe tatsächlich solche Videos auch schon auf Twitter gesehen. Nicht zu empfehlen. Gesehen, wie sie einen Tag nach der Tat gepostet hat. Ich glaube einfach, selbst wenn man hinterher ist, ist man nicht davor gefeit, irgendwelche Inhalte zu sehen, die man vielleicht nicht sehen sollte. Und da auch wieder bezogen aufs Alter. Mit 18 verkraftet man das vielleicht eher als mit 13. Ja, ich wollte noch mal auf den Punkt eingehen. Ich glaube, diese ganzen Mechanismen, wo der Nutzer aktiv werden muss, die sind schön und gut. Aber genau die laufen quasi vorbei an der gefährdeten Gruppe, die es eben nämlich nicht schafft. Das, was ich gerade gesagt habe. So, jemand, der das nutzt, der besitzt die Medienkompetenz. Möglicherweise nicht schafft zu kontrollieren, das sich gar nicht bewusst ist sozusagen. Und da bräuchte man passive Mechanismen, also beispielsweise Pausen nach x Videos, dass man dann nicht mehr einfach nur weiter scrollt, um ein bewusstes Reflektieren und Entscheiden, möchte ich überhaupt weitermachen, ermöglicht. Wenn Ima jetzt vorstellt, dass jetzt die 13-Jährigen mit solchen krassen Algorithmen zu tun haben, wie sie jetzt eben TikTok und Instagram und so haben, dann würde ich auch sagen, man kann nicht denen die Verantwortung geben, wenn ich schon damit Probleme habe. Aber ist nicht, was ich mich gerade frage, ist nicht aus... Die Frau muss sich, glaube ich, extrem konzentrieren, nicht in ihr Dialekt zu fallen. Es ist gerade nur so aufgefallen. Content-Creator-Perspektive, aus der ihr drei ja auch alle sprecht, ist es nicht auch gewünscht, die Leute ein bisschen in dieses Rabbit-Hole sich ziehen zu lassen, damit sie eben eure Videos angezeigt bekommen? Also ist immer die Frage, welche Art von Rabbit-Hole, wenn es Rabbit-Hole jetzt... Malte Tieren ist, der Tierheime baut im Ausland, dann ist das ja erstmal eine gute Sache, die man unterstützt. Wird halt aber nicht so häufig geklickt, ist zu positiv. Oder Nadine, die größte TikTokerin Deutschlands, die über Selbstliebe spricht und mentale Gesundheit. Also das sind ja alles gute Themen, die jungen Menschen auch Mut schenken. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon die Gefahren dessen und bin auch gar nicht gegen eine Art von Regulierung, die, glaube ich, im Lang... Also ich nix wissen.
so langfristig auch im Interesse aller sein sollte, weil man Social Media auf die Weise gesünder nutzen kann. Deshalb will ich der Seite gar nicht per se widersprechen. Levi Adil hat es gerade gesagt, diese krass zugeschnittenen Inhalte, also dass manche sagen so, der Algorithmus, der kennt mich irgendwie besser als meine beste Freundin oder so, das kann ja auch positive Aspekte haben. Hast du selbst schon dieses Gefühl gehabt von, oh, TikTok gibt mir so eine Art Zugehörigkeit, ich finde eine Community, ich finde vielleicht neue Freunde, Freundinnen? Ich glaube, was ich oft hatte, ist auch ein Gefühl, verstanden zu werden und gehört zu werden von Personen, die vielleicht auch in ähnlichen Situationen sind wie ich, vielleicht auch in emotionalen belastenden Situationen. Beispielsweise als meine Freundin und ich sich getrennt haben, habe ich wahnsinnig viele Break-up-Videos in meine Timeline gespielt bekommen. Was aber... Weil du dir eine so eine Sache oder keine Ahnung, du hast dir einen Song oder so dazu angehört. Ja, wow, okay, willkommen in der Welt von Algorithmen. So. Im besten Fall, ich weiß jetzt nicht, auf was alles TikTok zugreift. Im besten Fall greift es noch irgendwie auf deinen Facebook-Account zu, wo du gerade deinen Status auf Single gestellt hast. Vielleicht hast du dir gerade eine Dating-App runtergeladen. War für mich eigentlich total... The Morpheus hat... ein gutes Video dazu mal erstellt, wie diese Algorithmen arbeiten. Passend war, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine, wie ich mich fühle. Es gibt andere Personen in meiner Situation. Und ich würde dieses Rabbit Hole und in Bubbles rutschen, gerade in Bezug auf Politik, auch gar nicht so in Schwarz und Weiß sehen, weil ich mich noch erinnern kann, vor 10 Jahren haben wir noch gesagt, die Jugend, die ist heute so unpolitisch. Und jetzt haben wir durch TikTok, auch durch andere soziale Medien, starke Politisierungsprozesse unter Jugendlichen. Wir sehen auch starke... Digga, das ist schwierig. Oh. Schwierig. Das geht in eine Richtung. Kriege ich Sodbrennen. Steigende Wahlbeteiligung bei jungen Personen. Und wenn wir über radikale Parteien, extremistische Bestrebungen sprechen, müssen wir auch darüber sprechen. Also TikTok, Instagram Reels und Co. sind ganz real auch einfach, können auch ganz real einfach unsere Demokratie bereichern. Wenn wir jetzt den Rabbit Hole-Effekt übertragen auf politische Das Ding ist, du kannst halt komplexe politische Themen, kannst du nicht in irgendwelchen Shorts, Reels und TikTok-Videos abhandeln. Dann bewegst du dich auf den Bereich des Populismus. Das sind Sachen, die... Vielleicht kannst du ein Problem irgendwie zusammenfassen. Das nicht mehr. Nur wirklich. Nee, es ist halt schwierig. Du kannst Wissenschaft. Das kannst du theoretisch in kurzen Videos kannst du abhandeln. So einmal die Definition von etwas durchgehen mit einem Beispiel. Aber nicht Kritik. Bei Insta die Möglichkeit, ein Reel zu drehen, dann, wenn es länger als 10 Minuten sind, nagel mich doch fest, geht dann als Beitrag und kann maximal, glaube ich, 3 Stunden gehen. Aber wer guckt sich auf Instagram 3 Stunden Videos an? Das ist eine Plattform, eine Bilderplattform. Aber es wäre möglich, ja, ja. Wobei ich irgendwie den Unterschied zwischen Reels und Beiträgen nicht verstanden habe, außer dass halt Reels Videos sind, aber es gibt auch Videos, die Beiträge sind und Beiträge, die Reels sind und umgekehrt und alles Mögliche gleichzeitig und irgendwie gar nichts davon. Oh? Inhalte, und es wurden ja gerade auch schon rechtsextreme Inhalte genannt. Inwiefern kann der dann gefährlich sein? Weil man nur noch eine Seite der Medaille gezeigt bekommt, weil man Informationen von einer Seite bekommt, weil man immer tiefer in Desinformationsschleifen reinkommt. Vielleicht, weil man irgendwie einen Influencer gesehen hat, der leicht am rechten Rand unterwegs ist und davon dann nur noch ein paar Stunden braucht, bis man plötzlich bei der identitären Bewegung ist, was Videos angeht. Das ist auf TikTok einfach sehr, sehr schnell möglich und es gibt einfach kein Gegensteuerungsmittel. Kurzvideos im Hochformat.
Wo ich auch dieses Hochformat nicht verstehen kann. Ich hasse Hochformat. Als Selfie, wo du nur dich selbst zeigst. Okay, gut, ja. Wobei, nee, selbst das mache ich im Querformat. Am liebsten. Egal, ist eine andere Sache. Mechanismus, weil es nicht wirklich diskussionsbasiert ist und weil es keinen Fact-Checking-Mechanismus gibt. Siehst du da das Problem auch, Adil? Nein, der Grundgedanke ist... Okay, ja, lassen wir einfach Geschwurbel unkommentiert im Internet stehen. Cool. Ja, ist eine super Idee. Ist, hier, erstmal Applaus dafür. Richtig. Die Konklusion ist, finde ich, die falsche. Ich finde schon wichtig, dass wir uns die richtige Frage stellen, weil wir sollten eher darüber reden, wie wir gesünder mit Social Media umgehen und wie wir auf allen Ebenen, wir haben über Bildung gesprochen, wir haben über Regulierung gesprochen, also über ein Recht. Das Ding ist halt, man könnte mir jetzt sagen, ja, Gandalf, du bist ja nur Twitch-Streamer und YouTuber. So, was weißt du schon von TikTok? So, auf deinen Plattformen gibt's ja auch so Geschwurbel und so weiter. Ja, gibt es. Das ist so eine Sache, wie gesagt, eigentlich ist es halt auch Whataboutism, weil wie gesagt, es geht halt um TikTok, aber ich habe meinen Faden verloren. Ich habe mitten beim Quatschen habe ich meinen Faden verloren. Scheiße. Ach, fuck. Nervt mich jetzt. Rechtliche Basis dafür Frage stellen, weil wir sollten eher darüber reden, wie wir gesünder mit Social Media umgehen und wie wir auf allen... Ach so, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Ich gucke mir die jeweilige Plattform mal trotzdem kritisch an und frage mich so, warum hat die und die Person immer noch eine Bühne da drauf? So, und was ich halt auf der rechten Seite da... Oh Gott, oh Gott. Nein, hör auf. Was ich da auf der rechten, auf der gelben Seite sehe, ist halt einfach die eigene Plattform, auf der man den Content hochlädt, nicht kritisch zu beäugen. So, es an sich spricht ja niemand davon, denen das in erster Linie wegzunehmen. Es geht darum, dass man schaut, wie kann man es besser machen und welche Lösungsansätze gibt es. Ebenen. Wir haben über Bildung gesprochen, wir haben über Regulierung gesprochen, also über eine rechtliche Basis. Dafür sorgen, dass es Awareness gibt, dass es Education gibt und dass wir vielleicht auch Regeln schaffen. Aber das oft am Beispiel TikTok zu manifestieren, finde ich, führt in die falsche Richtung. Patrick? Genau, zur Conclusio. Ich glaube, das ist ja kein quasi Gegenbeweis, wenn man sagt, na, auf YouTube war es auch schon mal Thema oder auf anderen Plattformen. Ich glaube, es ist weiterhin Thema und es ist noch nicht... Und man muss halt sagen, zum Beispiel das Flat-Earth-Thema ist wegen YouTube so hochgekommen, weil YouTube alles durchgelassen hat. Wirklich gelöst, das ist, glaube ich, und deshalb ist die Diskussion so wichtig, darüber zu sprechen. Ja, du hast ja auch... Ja. Ja, und ergänzend dazu, wir erleben einfach nur auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie rechtsextremistische Netzwerke, es schaffen diese Plattformen für sich zu nutzen, die Algorithmen perfekt zu verstehen und das Ganze irgendwie auszunutzen, um eben Diskurshoheit zu gewinnen. Und das alles hat uns in diese Situation gebracht, in der weltweit rechtsextremistische Kräfte auf dem Vormarsch sind. Also was macht denn die AfD und andere rechte Propagandisten, was machen die denn besser? Ich würde nicht mal... Ich glaube, ich will gerade das Gleiche sagen wie Sie. Ich würde nicht sagen, dass sie es besser machen, die verstehen es halt einfach nur. Und sie betreiben Populismus. So, während alle anderen Parteien mit sachlichen Argumenten um die Ecke kommen wollen, die halt Kurzvideoformaten einfach keinen Platz finden, weil du zu weit ausholen musst, schaffen es die halt mit Populismus in sehr, sehr kurzen Statements Zeug ins Äther zu blasen, und die Leute für sich zu gewinnen. Mal sagen, besser, die können sich einfach aussuchen, was ist gerade die Informationen sind, die zu ihrer Weltsicht passen. Die können sich aussuchen, was passiert sein soll. Also die Weltsicht zurechtlügen ist immer ein bisschen leichter. Und das kann man in alle möglichen politischen Richtungen machen. Das ist halt ein Grundelement von extremistischen Ideologien, dass das passiert. Ich glaube, zwar demokratische Parteien sollten besser darauf achten, TikTok irgendwie auch als
wichtigen Teil ihrer Arbeit aufzunehmen und auch besser auf TikTok vertreten zu sein. Aber eine Arbeit, die nur darauf ausgerichtet ist, auf TikTok gut zu klicken, wird ja einfach auch unserem sehr komplexen politischen System nicht gerecht. Was ich nochmal in diese Diskussion um Blasenbildung einwerfen würde, Blasen gibt es ja nicht nur auf Social Media. Also wenn ich jetzt in einem ostdeutschen Dorf aufwachse und da die ganze Zeit meine rechtsradikalen, rechtsextremen Eltern habe und dann vielleicht noch die Eltern dann vielleicht auch noch abends zum Stammtisch gehen, dann ist das ja auch eine Blase. Und da kann dann Social Media, TikTok vielleicht sogar eine Chance sein, dass man auch mal einen anderen Blick auf die Welt bekommt. Das ist jetzt. Studiert aktuell Statistik im Master. Das Ding ist, die Algorithmen müssten es irgendwie machen, dass man halt auch noch Zeug angezeigt bekommt, die halt außerhalb der Blase sind, von der Algorithmus denkt, dass man da reingehört. Weshalb haben zum Beispiel Rechte das Gefühl, dass sie überall, wo sie auf Social Media unterwegs sind, überall nur Regenbogen sehen? Weil der Algorithmus erkennt, okay, da ist eine Interaktion mit einem Regenbogenbild. Das ist für dich relevant, also gebe ich dir mehr, wo du Interaktion geben kannst. Ich glaube, würden die alle in ihren eigenen Blasen bleiben, dann würde das gar nicht mal so sehr auffallen. Wenn das irgendwo in einem. Und ich muss ihn dafür halt jetzt gerade auch kritisieren. Es ist nicht nur in ostdeutschen Dörfern so, sondern deutschlandweit in den Dörfern so. Weil nur weil jemand aus dem Osten ist, ist er nicht gleichzeitig ein Nazi. Nur weil er Nazi ist, bedeutet es nicht, dass er aus dem Osten kommt. Ich hasse mein Gehirn. Nee, alles gut. Also selbst wenn ich nicht in den Chat geguckt hätte, hätte ich gerade schon wieder den Faden verloren. Oh Gott. Aus Trinkerinnerung sowieso reingekommen. Die Bubble. Also wenn es jetzt nur das ist halt deren eine kleine Bubble, die sie in ihrem Dorf haben, und die wissen gar nicht, dass es noch irgendwo andere kleinere Bubbles gibt. Egal. Ich hab's vollkommen vergessen jetzt, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ich wollte auch irgendwie. Mein Gehirn hat gerade so drei Gedanken gleichzeitig im Kopf. Natürlich ein sehr, sehr stereotypisch, aber Blasen durchbrechen, das ist nicht nur eine Herausforderung, die wir in Bezug auf TikTok und Social Media haben. Maggie, da stimmst du zu. Finde ich absolut überzeugend, würde ich auch so sehen. Ich glaube außerdem, dass soziale Netzwerke da generell einen ganz positiven Effekt haben. Ich meine, ich selber habe politisch angefangen bei Fridays for Future. Das hätte es ohne Social Media nicht gegeben. Und darüber überhaupt einfach politisch mal rauszudringen und eben auch in die breite Welt rauszudringen. Und in dem Sinne, da ist Social Media einfach auch ein Enabler auf jeden Fall. Gefährlich wird es halt dann, wenn keine Regulierung erfolgt. Ja, und mich würde auch total diese nochmal interessieren, wie das ein Weltbild beeinflussen kann, gerade in einem jungen Alter. Patrick, an dich. Welchen Einfluss kann denn Propaganda, Fake News, Desinformation auf Personen haben, die noch mitten in der Persönlichkeitsentwicklung sind? Das kann das Weltbild beeinflussen. Es kann natürlich sozusagen aus Sicht des Mediziners natürlich auch Gesundheitsverhalten möglicherweise negativ beeinflussen. Das heißt, wenn ich beispielsweise an einer Essstörung leide und eben sehe, je dünner, desto besser, dann kann ich natürlich in dieser Sicht und in diesem sozusagen falschen Selbstbild, das sehen wir auch häufig sozusagen, dass ich mich selbst eigentlich als viel zu dick wahrnehme, befeuern. Aber ehrlicherweise sehe ich gerade auf TikTok sehr viel Content zu Body Positivity und kein
Der Typ hat, spricht doch immer von den Algorithmen und so weiter. Da müsste er doch wissen, dass wenn sich Leute mit der einen Richtung beschäftigen, sie nichts von der anderen Seite mitbekommen und umgekehrt. Toxisches Schönheitsideal mehr, wie es vielleicht noch Instagram zugeschrieben wurde. Ich bekomme immer die Videos ausgespielt, wo Leute darauf reagieren und sagen, what the fuck ist jetzt dieser neue Trend schon wieder? Und es gibt gute Creator, die sich nur darauf spezialisiert haben und die Millionen Follower haben, was ja ein positives Anzeichen ist, dass das schon sehr beliebt ist. Aber es gibt halt leider auch immer noch die Gegenbewegung. Zum Abschluss müssen wir natürlich noch mal über die politische Debatte dahinter sprechen. TikTok, einmal an euch alle, wurde in den USA ein Ultimatum gestellt mit der Forderung nach einem Eigentümerwechsel. Wenn das nicht passiert, dann droht TikTok einem Verbot in den USA. Mich würde einmal von euch interessieren, einmal so im Raum gefragt, wie nehmt ihr diese Debatte wahr? Levi, einmal du vielleicht. Ja, also es ist eine komplizierte Situation. So, China besitzt TikTok und China ist ein totalitärer... TikTok hat seinen Hauptsitz in Singapur und Los Angeles. Eigentümer ist das chinesische Technologieunternehmen ByteDance. Die chinesische Regierung hält Aktien, dessen Tochtergesellschaft Beijing ByteDance Technology und darf einen von drei Vorstandsdirektoren in der Gesellschaft ernennen, die als wichtigste Unternehmenseinheit bei ByteDance gilt. Expertinnen sehen darin eine unternehmerische Einflussmöglichkeit von China auf ByteDance und damit auch auf TikTok. Plus hinzu, dass es in China ein Gesetz gibt, bei der die chinesische Regierung Zugriff auf die Daten bekommt. Ohne irgendwelche richterliche Vorlage, sondern einfach so. Staat, da führt kein Weg dran vorbei und da kann man noch so viel Transparenz schaffen, da ist ein gewisses Misstrauen mit verbunden und ich kann dieses Misstrauen persönlich auch nachvollziehen. Ich glaube, dass der Diskurs jetzt auch im Hinblick auf die Wahlen in den USA etwas zu populistisch geführt wird und dass sich da auch um Dinge vermischt. Das ist halt auch so ein Punkt, dass das eben von außen auch noch ein extremer Einfluss kommt. Ich meine, Russland führt seit Jahren einen Informations- und Cyberkrieg gegen Deutschland oder gegen die westliche Welt im Allgemeinen. Bei China glaube ich auch, also was heißt glaube, ist China auch. Und das ist halt, Social Media ist halt eins der perfekten Möglichkeiten dafür, wie das genutzt wird oder halt umgesetzt werden kann. So rum. Schon wieder drei Gedanken gleichzeitig. Mischen, also ich glaube, da geht es nicht nur um den Besitzer in China, sondern da geht es auch um gewisse andere Vorbehalte, die man der gegenüber anderen Plattformen auch hat und das dann vielleicht auf TikTok so ein bisschen kanalisiert. Aber am Ende ist das eine Diskussion, von der ich auch glaube, dass wir sie führen müssen. Alicia, wie nimmst du die Debatte um ByteDance? Ich würde dir auf jeden Fall in großen Teilen zustimmen. Ich finde es manchmal auch ein bisschen scheinheilig, weil ich mir denke, Facebook und Co. sind auch ähnliche Datenkraken. Ich finde, wir machen das in der EU eigentlich schon ganz okay im Vergleich zu dem Rest der Welt, dass wir zumindest so ein paar Richtlinien an Plattformen stellen. Es war ja zum Beispiel so, dass Threads viel länger gebraucht hat, in der EU durchzukommen, als es jetzt in anderen Ländern war. Und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen noch nachbessern, dass wir an alle, auch an TikTok vor allem, weil es eben ganz extrem ist, aber auch an die amerikanischen Unternehmen, einfach krassere Anforderungen stellen, damit eben das sich nicht negativ. Ich glaube, dass sie die Meta und ich nenne mal Alphabet hier mit reingenommen hat, ist wahrscheinlich auch nur so ein Punkt, um die anderen noch so ein bisschen näher zu sich zu ziehen. Tiefer selbstständig. Maggie, nimmst du das auch so wahr, dass es scheinheilig ist, dass man dann auf einmal kritischer darauf schaut, wenn es außerhalb der USA verortet ist, so ein Konzern? Naja, also dass China ein systematisches Interesse daran hat, westliche Demokratien zu destabilisieren, ist ja einfach tragischerweise ein Fakt. Das ist ja nochmal was anderes einfach als diese US-Unternehmer, die in dem Sinne... Warum gehst du jetzt... Alter Schwede, ey. Warum geht der jetzt zurück? Ey, das ist... Meine Fresse, ey.
ein Interesse daran haben, Profite zu machen. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist einfach noch mal weniger systematisch. Aber Elon Musk hat ja zum Beispiel auch Einfluss darauf gehabt, ob Trump jetzt auf Twitter, auf X aktiv sein kann oder nicht. Das Ding ist, ein in den USA verortetes Unternehmen Du kannst dort zumindest, wie der Puls hochgeht, wenn der Typ sich bewegt. Ich denke, oder generell ein in einem westlichen Land verortetes Unternehmen unterliegt noch einer gewissen Rechtsstaatlichkeit, wovon du bei einem chinesischen Unternehmen halt nicht sprechen kannst. Klar, da wird immer noch eine Menge gemauschelt und so weiter und keine Ahnung, was und wohin Gelder fließen und so weiter. Und klar kann man sich auch die besten Anwälte holen. Aber du hast trotzdem immer noch irgendwo, wie gesagt, so diesen Gedanken, hey, uns verbindet zumindest so ein gewisser demokratischer, rechtsstaatlicher Hintergrund. Das ist halt gut, ich verdiene mit meinen Daten Geld. Aber die nutzen es nicht dafür, dass ich, keine Ahnung, Angst davor haben müsste, in das jeweilige Land einzureisen. Ja, und das finde ich furchtbar. Ich finde nicht, dass große Plattformen von Rechtsextremisten in Deutschland so frei unterwegs sein sollten. Und das ist ein richtig großes Problem. Und ich habe auf jeden Fall auch zu Twitter sehr ambivalente Gefühle. Ich habe das Gefühl, das sind nur Debatten, die für mich jetzt nicht unbedingt gegeneinander stehen. Ich finde einfach an und für sich genommen, ist einfach die chinesische Regierung kein guter Speicher für unsere Daten und ist es einfach immer noch nicht klar, wie die chinesische Regierung auch aktiv eingreift, weil es dazu keine Daten gibt, weil TikTok die Daten selbst nicht rausrückt. Es gibt Indizien dafür, dass an manchen Stellen eingegriffen wird, beispielsweise bei Berichterstattungen, die kritisch an... Die Menschenrechtlerin Feroz Aziz wurde 2019 von TikTok vorübergehend gesperrt, nachdem sie in als Schminktutorials getarnten Videos auf die Situation der Uiguren hinwies. Das ist natürlich ein rotes Tuch für die Chinesen. Ich hatte ja im vorherigen Video ja darüber gesprochen, dass es in China halt auch Arbeits- und Konzentrationslager gibt. Da werden halt sehr viele Uiguren gefangen gehalten. TikTok erklärte Aziz wegen eines älteren Videos mit terroristischen Inhalten gesperrt zu haben. TikTok entschuldigte sich öffentlich dafür, die Videos vorübergehend offline genommen zu haben und schaltete das Konto wieder frei. Aziz nahm die Entschuldigung nicht an. Es gibt auch einige Leute, die halt zum Beispiel gegen Fake News vorgehen und Leute oder halt darüber aufklären und halt auch so ein bisschen so Reactions machen und so. Und halt aufzeigen hier, der Take war antisemitisch, der Take war das feindlich, war hetzerisch, rassistisch und so weiter. Die Leute haben Shadowban. Die Umstände in China rangeht, irgendwie runterreguliert wird, nicht durchkommt oder sowas, beispielsweise aber auch Begriffe wie Wahlen performen teilweise schlechter. Das ist was man dringend untersuchen müsste, aber TikTok schafft da nicht die nötige Transparenz. Adil? Fake News. Das sind Fake News. Muss ich so sagen. Ob der an dem Morgen irgendwie Domestos geraucht hat oder was? Alter, das ist... Oh! Ich weiß nicht, sind die Haare abgebrannt oder wie? Ey, das ist... Ich dachte, okay, gut, ja, die drei sind halt... Sidoline Müsli gefrühstückt. Scheuermilch mit der haltbaren Milch verwechselt. Ey.
So, ich dachte mir so, okay, die haben da jetzt TikToker oder irgendwie anderweitig abhängige Leute, von der Plattform abhängige Leute eingeladen. Und das ist dann so, ja, okay, gewisser Bias ist da, aber vielleicht gehen die trotzdem kritisch mit den Plattformen um. Aber das jetzt zu sagen, das ist halt, das ist, Alter, nee. Sagen, also da können wir gerne nach der Sendung mal drüber reden, welche Quellen du da hast, aber ich halte das für Hanebüchen. Also TikTok hat sehr, sehr starke Regularien und TikTok baut gerade ein Datencenter für, ich glaube, 12 Milliarden Invest in Europa. Das aber systematisch, weil hier wurde ja wirklich von systematisch gesprochen und dem chinesischen Staat, der Interesse hat, Demokratien zu destabilisieren, das halte ich für wirklich gefährlich, weil damit führen wir die falsche Debatte. Und dann sind wir wieder weg von, wie können wir gemeinsam Lösungen finden und was haben wir denn hier? Sind die Sith gefährlich? Um dieses Thema zu besprechen, haben wir Darth Vader eingeladen. Gucken. Ja. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Die Videos. Okay, ich guck gerade, aber. Die Moderation dafür, dass sie faktenbasiert eingeschritten ist, als der Typ der jungen Aktivisten Verschwörungstheorien vorgeworfen hat. Okay. Regularien erarbeiten hinzu. Was meinst du? Mal gucken, ob das jetzt sarkastisch gemeint war oder nicht. Bei Unbubble bin ich mir ein bisschen unsicher deswegen. Das ist wirklich Fake News. Die chinesische Regierung an und für sich ist eine Autokratie, ist eine Diktatur in dem Sinne und hat einfach kein Interesse an demokratischen Regimen in der Welt und Was schüttelst du den Kopf? Das ist. Alter. Das ist Realitätsleugnung. Demokratischen Ländern und so weiter und hat ein Interesse daran, dass die irgendwie in einer Form destabilisiert werden, arbeitet ja teilweise auch mit Russland zusammen und so weiter. Das sind ja Fälle, die man kennt. Und bei den anderen Sachen habe ich gesagt, dass es Indizien gibt. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder nicht stimmt oder sowas. Ich glaube nur, dass das halt geprüft werden muss. Und wenn das tatsächlich stimmt, ist es einfach eine Katastrophe. Was ich selbst oft erlebe, ist einfach halt tatsächlich, dass Desinformation nicht genug entgegengetreten wird und dass es manchmal außergewöhnlich schwierig ist, mit wichtigen Themen durchzudringen. Anna, was sagst du dazu? Ich glaube jetzt zum Thema, dass die das jetzt machen, denke ich mal, okay, jetzt, wie lange gibt es generell jetzt schon TikTok, wie lange gibt es schon Social-Media-Plattformen? Also es ist halt jetzt relativ spät erst, würde ich sagen, eigentlich sollte man davor ja schon sicherstellen, dass die Daten von uns gut aufbewahrt werden. Ich muss da intervenieren, weil es gibt einen Transparency-Report von TikTok, den kann sich jeder im Internet anschauen und da sagen die ganz genau... Ja, und die AfD bezeichnet sich selbst nicht als rechtsextrem. Okay, gut, wenn die das sagen, dann wird sie auch so stimmen. Was ist das denn, Alter? Nestle sagt, die buddeln keine Brunnen, um kostenlos an Wasser zu kommen. Ja, wenn die das sagen. Oh. Der ist ja nicht von TikTok, sondern hat eine eigene TikTok-Agentur gegründet, wo er halt Management macht. Achso, ja, TikTok veröffentlicht regelmäßig Transparenzberichte, in denen sie unter anderem erklären, wie sie ihre Community-Richtlinien durchsetzen. Zudem findet sich in der Datenschutzrichtlinie, welche NutzerInnen-Daten erhoben und wie diese verwendet werden. Auf seinem Newsroom-Portal erklärt TikTok, dass ausgewählte MitarbeiterInnen des Unternehmens in bestimmten Ländern Fernzugriff auf die Daten haben. Was? Fernzugriff auf die Daten haben.
Wer genau diese MitarbeiterInnen sind, wird nicht genannt. Ja, nun! Das ist herrlich, Alter. Oh, ey, wo... Ich habe mir wirklich bis zu dem Punkt noch gedacht, okay, ja, kann man irgendwie so stehen lassen, so. Die verbessern sich wieder. Aber jetzt, ey. Neues Just Nero-Video an Incoming, ich schwör's euch. Das ist ja mal sowas von belämmert, ey. Aber, oh. Nee, nicht mal belämmert. Mehr. Genau, was mit den Daten passiert, wer Einblick hat, welche Mitarbeiter Zugriff haben und so weiter. Und ich glaube. Offenbar nicht! Ich glaube, bei allem Respekt, dass es nicht jeder hier gelesen hat und sonst würde es nicht solche. Sonst würden nicht solche Gerüchte gestreut, weil aus meiner Sicht Indizien mag sein, Einzelfälle oder sowas, aber nicht wirklich systematisch und nicht der chinesische Staat. Und das ist für mich fast schon eine Verschwörungstheorie, to be honest. Wir atmen jetzt alle ein und wieder aus. Ein und aus. Wir suchen unseren inneren Zen, kanalisieren unser Chi, hören uns die dumme Scheiße weiter an. Es ist keine Verschwörungstheorie, sonst würde sich nicht die USA und die Europäische Kommission damit auseinandersetzen. Aber du hast natürlich recht damit, dass wir motiviert. Aktuell keine... Was für politisch motiviert? Ja, natürlich ist es politisch motiviert, weil China eine fucking Diktatur ist. Oh, Alter, was... Ah. Beweise dafür haben, aber es gibt natürlich die Befürchtung, die auch berechtigt ist und deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Lass uns weiterziehen, weil ich glaube, ihr werdet euch an der Stelle nicht einig, das ist okay. Ich puste dem gleich eine scheiß Verschwörungstheorie mitten in seine Hintern. Aber schön quer, damit er es auch wirklich merkt. Kompromisse. Ich habe zuerst einen ersten, ich nenne ihn mal Minimalkonsens. Die Jugendschutzkontrolle muss ernster genommen werden. UserInnen müssen ihr Alter bei der Registrierung nachweisen. Videocontent sollte je nach Inhalt eine Altersbegrenzung haben. Das wäre mein Vorschlag. Wenn ihr mir zustimmt, könnt ihr einen Schritt auf mich zugehen. Wie nachweisen? Ja, das müssen wir uns dann überlegen. Ah, okay. Ausweisdokumente zum Beispiel. Zum Beispiel. Das finde ich, glaube ich, nicht so gut. Also noch zusätzlich das Ausweisdokument. Dokumente. 10 Millionen Ausweisdokumente. Also wir müssen uns... Wie? Womit hat er denn ein Problem? Ist doch nur China! Was hat er denn? Ist doch nicht so schlimm! Ist doch nur China! Ist ja... Das, glaubt er jetzt an seine eigene Verschwörung? Wo hab ich das? Ich hab das mittlerweile wieder zugemacht. Nein, ich hab das wieder zugemacht. Etwas überlegen, das wäre jetzt erstmal der Vorschlag. Wie genau der dann aussieht, habe ich mir jetzt nicht überlegt. Aber ja. Ist ja erstmal nur ein Impuls. Okay, er stimmt mir zu. Den Rest könnt ihr jetzt gerne ausarbeiten, weil mein Job ist das nicht. Also steckt ihr einmal die Köpfe zusammen und ihr und... Wenn wir dann nach einer Katzen... Wieso wird das nicht abgespielt? Du kriegst gleich auf jeden Fall... Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich habe danach noch zwei Videos, aber die sind, sind Comedy-Videos. Überlegt euch einen Kompromissvorschlag. Wir haben jetzt einige Argumente von beiden Seiten gehört und mich würde interessieren, was wäre euer Kompromissvorschlag, wenn ihr jetzt hier auf dem Feld stehen würdet? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Gelb, ihr wart zuerst fertig. Was habt ihr euch überlegt? Ich glaube, TikTok verbieten ist kein Kompromiss, oder? Ja, wir glauben, dass es notwendig ist, die Debatte ein bisschen wegzubewegen von TikTok, weil die meisten Punkte, die wir angesprochen haben, sich eigentlich auch auf andere Social Media Kanäle, Plattformen übertragen lassen. Und das Witzige ist,
Nee, hier war das nicht. Das war in dem Video davor, das wir gesehen haben. Moment, Sekunde, Sekunde. Haben wir das denn? Da. Hitler und die Nazis sind nur ein... Halt deine Fresse! Auf YouTube gibt es zum Beispiel... Moment. Wo war's hier? Solche Infotafeln nochmal zusätzlich. Nur als Beispiel. Aber ist halt... Wer liest sich das durch, ne? Dass, wenn wir... Also, was ich damit sagen wollte, andere Plattformen haben durchaus schon Schritte in die richtige Richtung getan. Über die einzelnen Punkte, unabhängig von davon diskutieren, auf welcher Plattform sie tatsächlich stattfinden, wir die Ursache auch besser anpacken können. Und der zweite Punkt ist tatsächlich konkreter und praktischer, und zwar, dass es in der Verantwortung vom Gesetzesgeber auch sein soll, und zwar nicht nur auf TikTok bezogen, sondern bei allen Kurzvideo- oder Social-Media-Plattformen, die Suchtpotenzial haben, dass man... Also alle... sagt zum Beispiel bei der Anmeldung, dass man angeben muss, wie viele Videos am Tag man maximal schaut, dass es natürlich trotzdem nur Eigenverantwortung ist. Zum ja, Peach, ja, das... Und das ist das... Da haben wir wieder dieses Ding so... Das funktioniert nur bei den Leuten, die Medienkompetenz haben, die Disziplin haben, die... im gewissen Grad, aber man muss es angeben oder dass man zum Beispiel auswählen kann, nach 3 Videos kommt ein Blackscreen für 5 Sekunden, der einen so auf die Art aufruft zu fragen, möchte ich weiterschauen. Ja, was wir glauben, was passieren würde, ist, dass wenn zum Beispiel jemand sagt, 300 Videos, dann erscheint das ja erstmal mega viel, aber es gibt ja sehr viele, die wirklich so viele Videos schauen und dass die dann denken so, oh wow, ich habe jetzt schon 300 Videos geschaut und dann auch so eine Art Lerneffekt einsetzt. Dann setzt ihr dir einfach eine Zahl von 10.000 da rein und Netflix fragt nach einer Weile, ob man weiterschauen möchte. Das, ich glaube, da ist der, sehe ich den Punkt eher, wenn man quasi einschläft. Guckst du noch weiter, so bist du eingeschlafen, kannst nicht auf Ja drücken und die Serie läuft nicht weiter. So, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, so guckst du One Piece oder so und du bist halt einfach mal so 50 Folgen weiter. Wachst am nächsten Tag auf, scheiße, wo war ich nochmal? Okay, das sind die 2 Vorschläge vom gelben Feld. Ich würde sagen, besser als nichts. Ich denke, das Dauerkonsum beschränken ist richtig. Gleichzeitig reicht das, was ihr vorgeschlagen habt, glaube ich, nicht aus. Vor allem die Personen, die schon eben gefährdet sind, die Kontrolle zu verlieren oder die Kontrolle verloren haben. Die schaffen es nämlich nicht, quasi über diese Maßnahmen das dann bewusst zu nutzen. Und ich glaube, da muss man mehr Maßnahmen etablieren. Doofe Frage, also wäre das realistisch, vielleicht mal an dich als da Business-Profi an der Stelle, dass TikTok sowas überhaupt einführen würde, weil es ist ja in deren Nenn ihn nicht Profi. Nein, bitte, bitte, bitte nenn ihn nicht Profi. Ich dachte schon, der andere Typ auf der gelben Seite ist so ein bisschen langsamer. Aber der Dude, der ganz auf der rechten Seite hat sich echt... Sorry, das ist Realitätsverweigerung. Interesse, dass wir die App nicht verlassen. Deswegen ist der Algorithmus ja auch, wie er ist. Also das Geschäftsmodell einer Social-Media-Plattform beißt sich ein Stück weit mit Regulierung. Deshalb bin ich auch per se dafür, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen, was können wir denn tun? Was ist denn euer Kompromissvorschlag? Ich fange einfach mit dem ersten an. Das wäre so ein bisschen im Persönlichen. Und das wäre so suchtfreie Räume vielleicht schaffen. Also dass vielleicht auch Schulen sagen, bei uns ist einfach kein Smartphone an der Schule, damit zumindest in der Pause die Kinder sich miteinander unterhalten. Also es wäre sehr sinnvoll, Mechanismen abzubauen, die süchtiges Verhalten fördern. Wir sehen das am Beispiel von TikTok Lite, finde ich sehr schön, was durch eben EU-Interventionen auch zurückgerollt wurde, zumindest für mein Verständnis zum aktuellen Zeitpunkt, wo... TikTok Lite ist eine abgespeckte Version von TikTok und in Frankreich und Spanien auf dem Markt.
Die App hatte ursprünglich ein integriertes Belohnungssystem, mit dem NutzerInnen für intensives TikTok-Konsum und Empfehlungen an Freunde Online-Gutscheine bekamen. ByteDance musste in der EU das Belohnungssystem der App schließlich zurückziehen. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich hätte es ausgenutzt. Ich hätte mir ein Skript gebastelt, das die ganze Zeit einfach jedes Video, das ich da auf Teilen gehe und irgendwelchen random Nummern oder so zuschicke. Ich behaupte mal, dass meine Lösung schlau ist, alle anderen halt nicht. Alter, das ist halt dieses Belohnungssystem. Belohnung monetär zum Teil für Videos gucken eben abgebaut wurden. Und das Gleiche brauchen wir jetzt noch auf anderer Ebene. Was sagt ihr? Überzeugt euch der Kompromissvorschlag? Ihr wart euch eigentlich beim zweiten Punkt, hattet ihr nicht irgendwie den gleichen? Mit war schon sehr ähnlich. Quasi irgendwann den Algorithmus zu unterbrechen, da seid ihr euch ja einig, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich würde als dritten Punkt noch einwerfen, dass man einen Fact-Checking-Mechanismus braucht in irgendeiner Form. Also heißt das zum Beispiel unter Videos, die Desinformation verbreiten, entweder eine kleine Anmerkung kommt, dass eine Art Community-Note, die einmal klarstellt, dass das nicht stimmt oder was halt tatsächlich die Sachlage ist, oder alternativ eben auch Desinformation leicht darunter genommen wird. Also das funktioniert schon größtenteils nicht auf Plattformen, in denen Text vorkommt. Wie willst du es dann auf einer Kurzvideoplattform machen? Also Fact-Checking war euer dritter Punkt, in dem zweiten wart ihr euch einig und der erste war suchtfreie Räume zum Beispiel an Schulen. Stimmt ihr dazu? Geht ihr einen Schritt aufs grüne Feld zu? Also ich glaube, drei gibt es schon. Und es ist natürlich eine Frage, wie weit man gehen will. Es ist ein schmaler Grad zwischen... TikTok beschreibt auf seiner Website im Transparency-Bereich... ja! Wie derzeit Inhalte auf Desinformation geprüft werden. Eine Community-Note-Option gibt es aktuell nicht. Alter, willst du mich ver... Was? Was ist denn bei dem jetzt vollkommen schief gelaufen? Dass er so eine Scheiße von sich gibt. Alter. Ey. Und der managt auch noch solche Leute wie Herr Anwalt. Leute, Herr Anwalt, bitte trennt dich von diesem Management. Zensur und Kuration. Punkt 1 mit der Regulierung in der Schule. Müssen wir drüber nachdenken, wie weit und wie doll und bis... Ja, ist halt scheiße, wenn für eine gewisse Zeit eine deiner Haupteinnahmequellen nicht da ist, ne? Zu welchem Alter? Weil es natürlich auch eine krasse Einschränkung der Freiheit ist. Anna Levi, was denkt ihr? Krasse Einschränkung der Freiheit und dann bezeichnet er die Aussage, dass China eine Diktatur ist, als Verschwörungstheorie. Soll ich ihm irgendwie das Intro-Lied von Pippi Langstrumpf vorspielen? Ist das seine Hymne? Also, was mich gerade so ein bisschen stört an dieser Kompromissdiskussion, die Frage ist, macht TikTok unsere Gesellschaft kaputt? Und am Ende reden wir jetzt nur darüber, wie können wir individuelles Nutzerverhalten im Risiko reduzieren? Wie können wir die Plattform dazu in die Pflicht nehmen, dass sie vielleicht irgendwelche Maßnahmen einschränken? Und da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach, also den Gesetzgeber auch einfach stärker in die Pflicht nehmen, dass wir uns überlegen, wie können wir für alle Plattformen einheitliche Standards schaffen, um sowohl den individuellen Menschen als auch unsere Demokratie zu schützen? Und wie können wir vielleicht am Ende auch die Chancen, die sozialen Medien ja auch bieten, wie können wir die besser nutzen? Maggie, stimmt dir da, glaube ich, zu? Alicia auch? Patrick auch? Genau, partiell würde ich sagen, weil ich... An sich, also ich würde halt sagen, seine Reaktion auf das andere Feld sind manchmal ein bisschen fragwürdig gewesen. Durchaus hat er aber Punkte, die halt korrekt sind.
Aber der hier, tut mir leid, nee, das ist halt mal wieder reingeschissen von Unbubble. Ich glaube, es ist immer leicht zu sagen, die Politik muss etwas tun. Ich glaube, man muss sich auch als Gesellschaft oder als verschiedene Mitglieder der Gesellschaft positionieren. Dafür haben wir ja die Diskussion jetzt auch geführt, um zumindest mal herauszufinden, was ist uns 6 oder 7, wenn ich mich jetzt einfach mal frech mitzähle, was ist uns wichtig. Deswegen vielen Dank für die Diskussion. Wir werden ja auch sehen, wie es weitergeht. Also TikTok hat Klage gegen das Verbot eingereicht. Das ganze Thema ist ja noch nicht vorbei. Und das Ultimatum für TikTok selbst läuft übrigens, das ist ein ganz spannendes Datum, am 19. Januar 2025 aus, was einen Tag vor der Amtsübergabe nach der US-Wahl ist. Und Trump hat ja seine Meinung zu TikTok jetzt auch schon wieder geändert und sieht das Problem jetzt gar nicht mehr so groß. Das heißt, es wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch immer mal wieder, werden wir sehen, wie sich die Entwicklung Trump verliert die Wahl. Verändern. Das heißt, wir bleiben dran. Danke für die Diskussion. Das war 13 Fragen. Danke euch. Danke dir. Wenn euch diese Folge 13 Ja, es lief stellenweise besser als die schwierigen, die es vorher gab. Wen habt ihr euch da schon wieder eingeladen, Leute? Oh, nee. Obwohl, ja, ist jetzt die Frage, woher hätte man wissen können, dass der Typ solche Aussagen tätigt. Da müsste man jetzt nachforschen, was der sonst so im Internet raushaut. Oh Gott, oh Gott.